Tja, makellos aussehen, das ist heutzutage ein Muss. Bei Germany's Next Topmodel, in Modezeitschriften oder bei Instagram. Das Gesicht muss perfekt sein. Und kein Gramm Fett zu viel. Ja, sonst war es das mit der Karriere und den Freunden. Ich sag nur Bodyshaming. Und davon mussten wir unsere Tochter schützen. Die ist halt ein bisschen, naja, fülliger. Spinnt ihr? Ich bin doch ganz normal. Ja, aber nicht perfekt. Das ist jetzt mein Abendessen. Voll nervig. Ich muss übertrieben viel Sport machen. Ja, Kniebeugen. Spannung, Körperspannung, Körperspannung. Los, Kniebeugen. Da fehlt ein Komma. Tja, dicke Menschen kommen laut einer Studie schwerer an Jobs, weil ihnen nicht so viel zugetraut wird. Und das wollen wir unserer Tochter nicht zumuten. Sie soll ja glücklich sein. Deshalb haben wir ja auch den Umgang mit ihrer dicken Freundin verboten. Die fette Schnecke ist so schlecht für Lisas Image. Aber Mama, Papa, Marie ist meine beste Freundin. Wegen solchen Kommentaren hat sie doch ihre Essstörung. Auch das noch. Siehst du, Marie ist einfach widerlich. Genauso widerlich wie deine große Nase. Meine Nase ist doch gar nicht zu groß. Da hilft auch keine Tonne Make-up wie bei vielen anderen Mädchen. Aber meine OP komme wohl gerade noch herum. Toll, damit mache ich mich ja jetzt komplett zum Honk. Danke. Ja, aber besser als gemobbt zu werden. Naja. Irgendwann hat der ganze Quatsch mit dem Bodyshaming dann endlich aufgehört. Viele extrem schöne Stars posten jetzt Bilder von ihren Schwachstellen. Niemand ist perfekt. Auch meine Frau nicht. Ja, ich habe gar kein Sixpack. Oh, warte, das poste ich. Hashtag Body Positivity. Und das soll jetzt Menschen helfen, die wirklich Probleme haben mit ihrem Körper? Ihr habt es echt nicht verstanden. Doch. Deine widerliche Nase posten wir auch. Und ein Foto deiner fetten Freundin. Hey, guck mal. Unsere Unperfektheit hat schon 5000 Likes. Wow.